So international wie der Schriftzug des Gemeindezentrums in Weißandt-Gölzau begann auch die Abschlussvorstellung des Comenius-Regio-Projektes am 12. Juni. Eingeleitet durch Tanz- und Steppeinlagen der Tanzgruppe des Köthner-Ludwigs-Gymnasiums eröffnete David Benzmer, Schüler der Grundschule Edderitz, eindrucksvoll die Veranstaltung in polnischer Sprache. Der Grund: Im Rahmen des Comenius-Regio-Projektes kooperieren die Stadt Südliches Anhalt mit der 10.000 Einwohner zählenden Gemeinde Strawczyn aus Polen, von welcher eine 13-köpfige Delegation eigens für die Veranstaltung angereist war. Also das Comenius-Regio-Projekt wurde erst durch Brüssel geschaffen im Jahre 2009, und zwar erst ziemlich spät im November. Und da ich Moderatorin von Sachsen-Anhalt bin, haben wir ja immer jedes Jahr einmal die Fortbildung und kriegen sofort die neuesten Möglichkeiten dort aufgezeigt. Und ich habe das Projekt hier mitgebracht, und das war eine zusätzliche Möglichkeit, von Verwaltungsebene aus mit Schulen und anderen Bildungsträgern zusammenzuarbeiten und ganz neue strukturelle Forschungen anzustreben. Zusammen mit der Grundschule Edderitz und dem Mischfutter- und Landhandel Edderitz wurden Möglichkeiten erkundet, um die Chancen der Jugendlichen im regionalen Arbeitsmarkt zu verbessern und damit die Abwanderung aus der Region zu verringern. Dieses Ziel verfolgt auch die Gemeinde Strawczyn. Daher brachte das Ludwigs-Gymnasium Köthen zusätzliche langjährige Erfahrungen mit internationalen Projekten ein. Nach einer Phase der Datenerhebung mittels Schülerbefragungen in beiden Regionen erfolgte aus deren Auswertung resultierend bereits ein erster realpraktischer Schritt, der die Interessen der Arbeitgeber und Jugendlichen enger zusammenführen soll. Wir haben das versucht mit einem Gestalten, mit einem Bau vor allen Dingen eines Lehrkabinetts in einem Betrieb, MFL heißt das, Mischfutter, Werk und Landhandel. Dort sollen die Jugendlichen aufgeschlossen werden, in allen Altersgruppen neue Agrarberufe kennenzulernen, die neuen Anforderungen an Agrarberufe kennenzulernen, aber auch schon ab Grundschule in die Betriebe wieder reinzugehen, dort vor Ort die Produktionsstätte kennenzulernen und dort Unterricht außer Haus laut Lehrplan, laut Rahmenrichtlinien zu veranstalten. Auffällig bei den Ergebnissen der Schülerbefragung war das große Engagement der polnischen Schüler für ihre spätere berufliche Zukunft. So nahmen diese eher die Möglichkeit eines Praktikums oder Ferienjobs wahr als Schüler aus der hiesigen Region. So ist es kein Wunder, dass Elke Barlehm feststellen musste, dass das negative Image von Polen längst von den reellen Tatsachen überholt sei. Begeistert äußerte sie sich dementsprechend über zukünftig geplante Projekte und Zusammenarbeiten. Und wir haben uns entschlossen, weiterzumachen und ein nächstes Projekt auf der Ebene der sozialen Arbeit in den Schulen und Netzwerke auszubauen in unserer Region für alle Schüler, also auch für Schulabbrecher vor allen Dingen. Das ist ein großes Thema, die wieder in Arbeit, in den Beruf reinzubekommen. Das wird unser neues großes Projekt sein von 2012 bis 2040. Ob die realisierten und noch geplanten Maßnahmen ihre Wirkung auch erzielen können, kann nur die Zukunft zeigen. In Zeiten demografischen Wandels und immer noch andauernder Abwanderung aus der Region ist dies nur zu hoffen.